Im Projekt Lukos haben wir Flaggen aus der Eisen- und Stahlindustrie genommen, die aufgrund der Feinkörnigkeit heutzutage keine Verwendung finden. Und wir haben es geschafft, gemeinsam mit CO2 daraus neue Produkte zu erzeugen und das CO2 dabei fest einzubinden. Wir haben verschiedene Wege untersucht, wie man Schlacke und CO2 zusammenbringen kann. Und das Erfolgreichste war eigentlich die Erzeugung von Steinen, die dem Kalksandsteinprozess ähneln, nur dass wir keinen Kalk brauchen. Rein mit Schlacke und Sand haben wir es geschafft, gemeinsam mit CO2 eine ganz feste Bindung zu erzeugen, dass die Steine auch so verwendet werden könnten. Ziel ist weiter die Industrialisierung von diesem Projekt, weil die Steine bessere Eigenschaften sogar haben als Kalksandsteine. Nur das Problem ist derzeit noch die Regulatorik, weil es derzeit keine Richtlinien dafür gibt, wie diese Steine eingesetzt werden dürfen.